Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Badisch Stories. Heute habe ich zu Gast. Wie heißt du nochmal, Digga? Dennis, hallo. Dennis zu Gast bei mir. Heute ziehen wir uns die Dezember-Einnahmen von Montana Black rein und vergleichen ihm meinen Einnahmen. Also es geht natürlich, und da ich, also... Damit ihr auch mal seht, dass ein kleiner YouTuber auch extrem viel Geld verdienen kann. Wahrscheinlich so ein Gangzeichen nochmal. So. Hat dein Maul. Okay Leute, fangen wir mal an, ziehen uns mal das Video rein. Analytics. Ja. Willst du ganz kurz aufhören, vielleicht mit deinem Bein zu wackeln? Das ist mein Penis. Mach weiter. Da sieht man, dass ich einen geschätzten Umsatz von 72.000 Euro habe. Ciao. Geschätzten Umsatz von 72.000 Euro hat der Herr, wie heißt der eigentlich, Felix, ne? Marcel, oder? Marcel. Wow. Hat der Marcel, ja, vergleichen wir das einfach mal mit meinen geschätzten Einnahmen. Ich denke mal, da kann man auch sehr viele Parallelen draus ziehen. Oder was sagst du? Also eine Zahl ist bestimmt gleich bei dir, oder? Ja. Die letzten zwei. Also die vierte Ziffer bei dem ist die erste bei mir. Stimmt schon, ja. Cool. Das ist die 1. Und das sind keine 1000. So viel kann ich verraten. So Leute, schauen wir uns mal meine Einnahmen an. Wie gesagt, man kann da natürlich gewisse Parallelen ziehen. 121,51 Euro. Da kann man wirklich klatschen. Hart erarbeitetes Geld, Leute. Davon hast du dir das iPhone geholt? Davon habe ich mir jetzt ein neues iPhone gekauft. Krank. Danke dafür übrigens. Das ist Hola. Hola. Das ist ein Werbedings. Also, die haben mir das zugeschickt. Als Dritthandy. Schauen wir uns mal an, was ich da so generiert habe. 121,51 Dollar. Leute, ich zeige euch jetzt einfach mal das Video mit der Fußball-Challenge. Hat ein Umsatz generiert von sage und schreibe 81,59 Dollar, sagt man dann, oder? In dem Fall. Penny, Alter, du siehst übel scheiß aus. Penny? Das ist Dollar und Penny. Cent. Halt's Maul. Hat ein Maul. 81,59 Dollar. So, das war das erfolgreichste Video von mir. Das war die Fußball-Challenge, die ich gnadenlos verloren habe. Das ist echt gut, ne? Also. So, und jetzt schauen wir uns mal das Video an mit den wenigsten Umsatz, den ich generiert habe, und zwar 3 Cent. 3 Cent, Alter. Also, ich habe mit dem Video sage und schreibe 3 Cent verdient. Leute, damit kann ich mir nicht mal ein Kaugummi kaufen. Ich wette, du findest die 3 Cent schneller in der Stadt irgendwo auf dem Boden, als während du das Video drehst und schneidest und hochlädst. Aber ist gut. Ja, wie gesagt, 3 Cent. Ist eine Hausnummer. Auf meinem spontaner Black-Kanal. Huhuch. Ja, was soll ich dazu sagen, Digga? Gibt's nicht viel zu sagen. Wichtig. Das ist doch sein Zweitkanal, ne? Ja. Das heißt, er hat mit seinem Zweitkanal 72.000 Euro eingenommen. Ja. Und jetzt kommt gleich der Hauptkanal. Ja, mit dem Hauptkanal hat er nur 10.000 eingenommen. Weil das, da lädt der Gaming hoch. Und andersrum. Halt dein Maul. Ist direkt herabwertend oder meckern zu sagen. Ihr könnt direkt von diesen 72.000 Euro 50% Steuern abziehen. Musst du auch machen. Das ist die Reichensteuer, meine Damen und Herren. Bei mir könnt ihr auch direkt, aber direkt 50% Reichensteuern abziehen. Dann sind wir bei sage und schreibe. Warte, Genie. Oh, bitte. Mo, bitte. 60. Ja, so 60 Euro und 50 Cent. Nee, ein bisschen mehr, aber egal. 60 Euro und 75 Cent habe ich verdient in den letzten 28 Tagen. Überleg mal, was kann ich mir alles mit 60 Euro kaufen? 60. Das heißt, Mathe Gini Monte, Bruder, sind 36.000 Euro Steuern, die ich bezahlen musste. Ja, so viel verdiene ich mit YouTube nicht in den nächsten 5 Jahren. Deswegen zeige ich auch übrigens meiner Community, was ich verdiene. Es ist wichtig, die Leute sollen sehen, was ich mir alles davon kaufe. Digga, so ein Bettlaken, das finanziert sich nicht einfach so. Dafür wurde hart gearbeitet. Digga, soll ich einen Kuss geben? Würdest du nicht machen? Ja. Digga, ich hab 144.000. Schon gut. Stell dir mal 144.000 Leute jetzt in dem Raum vor. Warte.
Hast du? 143.001, 140.002. Du warst gerade schon bei 143.000. 140.001. Ja, ich bin Barsch, ich bin Mathe-Profi. 144.000 habe ich. Und jetzt? Fehlen noch 624. Scheiß auf die, Mann. Nein, nicht scheiß auf die. Guckt meine Videos, Leute. Guckt meine Videos auch ruhig mal 10-mal am Tag. Wirklich jetzt, damit ich auch was verdiene. Also ich mach das ja nicht einfach so. Ich mach das nur aus Spaß. Nein, ich will reich werden. Ja. Und ihr werdet mich dahin bringen, ob ihr wollt oder nicht. Was kann man noch als Vergleich ziehen? Er hat 106.000 Abonnenten gemacht. Ja, in dem Dezember. Wie viel hast du gemacht? 2.100. Ist trotzdem gut. Immerhin. Übrigens, danke Leute, dass ihr meinen Kanal so zahlreich abonniert habt. Sehr nett von euch. Ja. Schaut weiter in meine Videos. Ja. Ab macht einen 2., 3., 4., 5. Account und abonniert mich mit diesen Accounts auch nochmal. Mann! Also die 10.000 ist schon bis März drin, oder? Puh, meinst du? Ja, schon. Glaubst du echt, ich schaff das? Ja, wenn du es schaffst, dann... Real Talk. Was dann? Wäre das echt schön. Der hat so viel Geld, Leute, der hat so viel Geld, der rundet eine Zahl, 72.919, der rundet die nicht ab, auf 73 schon, er rundet die ab. Sein Hund auf Instagram hat 185.000 Abonnenten. Ich habe 4.000. Da haben wir einfach mal mit 50%. Ich habe ja noch Angestellte, die mich... Ich habe ja auch Angestellte, Leute, also gehen wir mal nochmal zurück. Von diesen 60 Euro netto, die ich dann noch habe... So, müsst ihr bedenken, ich habe Angestellte. Ein Video zu schneiden kostet mich 15 Euro. Bleiben noch 45. So. Licht. Strom. Und alles. Wasserkosten, Heizkosten. Das sind auch nochmal, von den 45 Euro kann man da locker auch nochmal ein 20 abziehen. Habe ich noch 25 Euro. Mein Management bekommt mehr Geld als ich. Also, von den 25 Euro, die noch bleiben, kriegt das Management safe 24 Euro ab. So, da bleibt noch ein Groschen. So, mit diesem Groschen... Gehe ich ins Casino und dann Automat. Gehe ich ins Casino und schmeiß rein und denke mir, nein. Mit diesem Euro... Ja, was kann ich damit machen? Eine gemischte Tüte kaufen, 10 Bonbons. Das war es. Ein Monat harte Arbeit für eine gemischte Tüte. Ergibt Sinn. Ist natürlich alles nur ein Joke. Du weißt, dass ich das alles, diese 121 verdiene ich in der Minute. Das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Sieht man ja. Ich meine... Ja, klar, siehst du. Digga, wer sich ein T-Shirt leisten kann, was doppelt so groß ist wie er selbst, wo zwei Leute reinpassen, er benutzt es aber alleine, also das muss man auch erstmal schaffen. Ja, jetzt halt's mal. Digga, das ist mein Kanal. Achso, ich dachte die ganze Zeit, wir nehmen für mich auf. Wir können Hauptkanal auch nochmal gerne gucken. Hauptkanal sind es 11.600. Digga, der verdient mit seinem Hauptkanal knapp 6.000 Euro. Ja. Aber wenn er da aktiv wäre, wäre es genauso viel wie auf dem Zweitkanal. Warum fühle ich mich gerade wie der letzte Stück Dreck auf dem Asphalt? Wie auf der letzte Stück Dreck? Oder wie das letzte wie Stück? Wie das Dreck? Letzte Stück Dreck fühle ich mich. Das auf dem Asphalt liegt und jeder, der vorbeigeht, drauf tritt. Und drauf rotzt. Und hier seht ihr zum Beispiel mein Gaming-Zimmer-Video, war von Anfang an urheberrechtlich geschützt wegen der Musik. Und ich habe damit keinen Euro verdient. Drauf geschissen. Ich hab das Digga, sogar wenn das Video von dem nicht monetarisiert ist und damit kein Geld verdient, verdient er immer noch mit diesem Video mehr als ich in den nächsten 50 Videos. Das ist, die Euro, die ich pro 1000 Aufrufe verdiene. Pro 1000 Aufrufe verdient er 3,53 Euro. Doch, guck mal, du kriegst noch viel mehr als der, Alter. Kriegt 3,53 Euro, Leute. Pro 1000 Klicks. Ah, das ist die CPM. Ich bekomme hingegen 4,28 Euro. Nee, Dollar. Dollar. Also ist es fast gleich. Ich verdiene mehr Geld als der pro 1000 Klicks. Ihr reicht's jetzt, wirklich. Ich wünsche aber trotzdem wirklich alles Gute. Digga, ich verdiene mehr als er pro 1000 Klicks. Ja, ist ja okay. Deswegen brauche ich auch nicht so viel Klicks mehr, weil ich sowieso mehr verdiene. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Hä?